Ja, herzlich willkommen zur Wahlkampfkundgebung der Piraten zur Europawahl. Kurz noch ein paar Worte zu den Piraten. Wir Piraten wollen die Europa, in Europa die Bürgerrechte stärken und wir denken auch, dass Europa ein Demokratie-Upgrade braucht. Das heißt, es soll mehr Mitbestimmung für die Bürger Europas geben. Das Internet ohne Überwachung und ohne Sperren ist eine Grundvoraussetzung für Bürger, um am politischen Prozess teilnehmen zu können. Wir Piraten stehen außerdem für eine transparente Politik und auch Brüssel muss transparenter werden. Piraten wollen ein offenes Europa und eine menschenwürdige Asylpolitik. Es dürfen keine Menschen mehr an den Grenzen Europas sterben. Mehr Rechte für die Bürger Europas, deshalb Piraten wählen. Am 25. Mai ist Europawahl. Heute begrüßen wir hier Julia Reeder, Vorsitzende der Young Pirates of Europe und Spitzenkandidatin der Piraten für die Europawahl. Julia, wir freuen uns auf deine Rede. Ja, hallo Kassel, danke Jonas. Ich bin Julia Reeder, ich will für die Piratenpartei ins Europaparlament. Ich engagiere mich seit vielen Jahren bei den Piraten, weil ich will, dass Europa ein bisschen mehr so wird wie das Internet. Das heißt, wir wollen ein grenzenloses Europa, ein Europa, in dem sich die Menschen vernetzen und über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und gemeinsam solidarisch sind. Die Piratenpartei hat sich gegründet als eine Partei von Menschen, die gesehen haben, dass die Politik sich für das Internet nicht besonders interessiert und nicht besonders viel Ahnung vom Internet hat. Aber inzwischen vereint uns nicht mehr nur dieses technische Wissen und die technische Expertise, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die Politik, die wir im Internet schon seit Jahren machen, auf die europäische Ebene übertragen. Wir wollen keine Grenzen im Internet. Wir haben gesehen, im Internet machen Grenzen einfach keinen Sinn. Ich will nicht, dass mein Internet irgendwie an Landesgrenzen Halt macht, dass YouTube-Videos irgendwie in meinem Land nicht verfügbar sind. Und genauso ist es auch eine Grundidee der Europäischen Union, dass ich heutzutage von Bulgarien bis nach Finnland mit dem Fahrrad fahren kann, ohne dass ich irgendwo meinen Pass vorzeigen muss. Und ich finde, das ist eine ganz große Errungenschaft, die wir wirklich auch mehr Leuten in Europa möglich machen müssen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir eben nicht nur den Menschen, die schon in Europa leben, diese Reisefreiheit ermöglichen wollen. Wir müssen es schaffen, dass die Europäische Union, die ein Projekt der Menschenrechte und des Friedens ist, es schafft, dass Menschen nicht mehr an den europäischen Grenzen ertrinken, sondern dass wer Asyl in Europa beantragen möchte, auch eine sichere Einreise in die Europäische Union bekommt, dass wir diese Menschen aufnehmen und ihnen helfen und dass die Europäische Union ihrem Anspruch, die Menschenrechte zu verteidigen, hier auch gerecht wird. Ja, die Europawahlen am 25. Mai stehen an. Es gibt keine 5%-Hürde wie bei Bundestagswahlen. Die Piratenpartei hat hier das erste Mal die Chance, wiedergewählt zu werden. Es gibt schon seit 5 Jahren im Europäischen Parlament Piraten aus Schweden, die dort auch schon viele Erfolge vorzuweisen haben. Gerade diese Woche haben die Piraten zusammen mit anderen Parteien im Europaparlament ein Gesetz verabschiedet, das die Netzneutralität gesetzlich festschreibt. Das heißt, also die Telekom zum Beispiel kann jetzt nicht mehr sagen, dass sie die Inhalte von dem einen Anbieter von YouTube zum Beispiel schneller durchleitet als die von der Konkurrenz. Dadurch bleibt das Internet offen für neue Innovationen und es bleibt eben auch ein demokratisches Medium, wo es egal ist, wer Sachen ins Internet stellt. Das Internet ist eine neutrale Infrastruktur, die allen Menschen offen steht und das werden wir in der Europäischen Union als Piraten auch weiter verteidigen. Ein weiterer großer Erfolg der Piraten im Europaparlament ist, wir haben es geschafft, das Handelsabkommen ACTA abzulehnen. Es gab Proteste in ganz Europa, die diese Arbeit angefacht haben. Und gemeinsam mit diesen Protesten konnten wir es eben schaffen, eine große Mehrheit, die dieses Abkommen haben wollte, das wirklich Grundrechte einschränken sollte, dass dieses Abkommen abgelehnt wurde.
Und jetzt ist schon wieder das nächste Handelsabkommen auf der Tagesordnung. Das hört auf den Namen TTIP. TTIP ist das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Angela Merkel verspricht uns viele neue Jobs und Wirtschaftswachstum von diesem Abkommen. Und es ist ein Prestigeprojekt wirklich der amerikanischen und auch der europäischen Regierungen. Aber bisher gibt es eigentlich keine Anhaltspunkte, dass dieses Wirtschaftswachstum und diese Jobs daraus wirklich entstehen sollen. Aber gleichzeitig ist dieses Abkommen eine große Gefahr für unsere Demokratie. Und genauso wie wir ACTA abgelehnt haben, werden die Piraten auch im Europaparlament TTIP ablehnen. Das Problem oder das größte Problem im Moment bei TTIP ist, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was uns da verkauft werden soll. Als hätten sie bei ACTA überhaupt nichts gelernt, wird dieses Abkommen wieder im Geheimen verhandelt. Alle Dokumente, der Vertragstext ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und nicht mal die Abgeordneten des Europaparlaments, die später darüber abstimmen sollen, haben im Moment die Möglichkeit, diesem Verhandlungsprozess teilzunehmen und die Dokumente einzusehen. Das wollen wir ändern. Wir ändern das auch ganz praktisch. Die Piratenpartei hat schon einige Geheimdokumente von TTIP bekommen und hat diese ins Internet gestellt. Und das, was wir bisher an diesen Dokumenten sehen können, bestätigt all die Sorgen, all die Gefahren, vor denen wir bei diesem Handelsabkommen auch schon gewarnt haben. Denn was bedeutet das eigentlich, ein Freihandel zwischen der EU und den USA? In ganz vielen Bereichen gibt es einfach unterschiedliche Regelungen, sei es beim Finanzmarkt, sei es bei der Sicherheit von Lebensmitteln oder auch beim Datenschutz. Und wir können uns ziemlich sicher sein, bei einem Abkommen, das geheim verhandelt wird, dass es sicherlich keine Erhöhung der Standards geben wird, sondern wir werden auf beiden Seiten des Atlantiks jeweils die schlechtesten Regelungen des jeweils anderen Wirtschaftsraums übernehmen. Das heißt, in Europa können wir damit rechnen, dass es dann mit Chlor behandeltes Fleisch auf europäischen Tellern geben wird, dass der Schutz am Arbeitsplatz sinken wird und dass Unternehmen mit unseren Daten mehr oder weniger tun können, was sie wollen. Aber die größte Gefahr, die von TTIP ausgeht, ist nicht, dass amerikanische Produkte auf europäischen Tellern landen werden, sondern dass dieses Abkommen Unternehmen und Staaten auf die gleiche rechtliche Stufe stellt. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen gegen irgendein Gesetz etwas hat, das sie einschränkt, sei es im Verbraucherschutz oder sei es bei Finanzmarktregelungen, dann kann dieses Unternehmen zum Beispiel den deutschen Staat verklagen. Das ist jetzt schon im Bereich der Energiepolitik der Fall. Der ein oder andere hat es vielleicht gehört, nach Fukushima hat die Firma Vattenfall den deutschen Staat verklagt, weil der Bundestag beschlossen hat, sie wollen aus der Atomenergie aussteigen. Das heißt, da hat ein Unternehmen es geschafft, quasi gegen eine demokratische Entscheidung, dass wir die Risiken der Atomenergie nicht mehr tragen wollen, geklagt. Und dieses Verfahren läuft noch vor einem geheimen Schiedsgericht und es besteht die Gefahr, dass jetzt Deutschland 4 Milliarden Euro Schadensersatz zahlt. Muss dafür, dass wir den Atomausstieg beschlossen haben. Das kann nicht sein und das wird durch TTIP auf alle Politikfelder ausgeweitet und dagegen müssen wir uns einsetzen. Ja, Mann. Wenn es diesen sogenannten Investorenschutz durch TTIP geben wird, dann heißt das in der Zukunft, dass zum Beispiel ein Verbot von Fracking in Deutschland überhaupt nicht mehr durchgesetzt werden kann, ohne dass wir damit rechnen müssen, dass Firmen, die Fracking betreiben wollen, den Staat dafür verklagen. Das heißt, jedes Mal, wenn man ein Gesetz verabschiedet, das die Verbraucher schützen soll, gibt es Unternehmen, die darunter leiden, weil sie Gewinne nicht mehr einstreichen können. Und jedes Mal, wenn das der Fall ist, können diese Unternehmen klagen. Das ist eigentlich ein totales Unding, weil wozu sind denn Gesetze da? Gesetze werden verabschiedet, weil die Allgemeinheit, die Interessen der Allgemeinheit geschützt werden müssen vor den Profitinteressen von einzelnen Unternehmen. Und es kann nicht sein, dass ein Unternehmen einen Anspruch darauf hat, seine Gewinne einzustreichen, wenn seine Praktiken der Allgemeinheit schaden. Und deshalb muss TTIP abgelehnt werden und deshalb darf es diesen Investorenschutz nicht geben. Ja, genau das.
Ja, am 25. Mai ist die Europawahl. Das Europaparlament wird zwar aus den Verhandlungen von TTIP komplett ausgeschlossen, aber wir haben einen ganz wichtigen Trumpf in der Hand. Am Ende muss dieses Abkommen, damit es in Kraft treten kann, vom Europaparlament beschlossen werden. Die großen Parteien, CDU und SPD, haben jetzt schon in ihrem Koalitionsvertrag stehen, dass sie für TTIP stimmen werden, obwohl noch völlig unklar ist, was in diesem Vertrag eigentlich drinstehen wird. Das war bei ACTA genauso. Und was letzten Endes dazu geführt hat, dass wir es geschafft haben, ACTA abzulehnen, war, dass sich in ganz Europa Menschen auf die Straßen gestellt haben und gegen dieses Abkommen demonstriert haben. Dadurch hatten auch die Piraten im Europaparlament den Rückenwind, um ACTA zu verhindern. Das müssen wir auch bei TTIP schaffen. Deshalb rufe ich alle auf, stellt euch auf die Straßen, meldet Demos an gegen TTIP und nutzt auch den Europawahlkampf, um die Parteien auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Demonstriert gegen TTIP. Wir werden nach der Europawahl im Parlament dafür sorgen, dass TTIP verhindert wird. Und wir brauchen dafür all eure Unterstützung auf den Straßen in Europa. TTIP ist nur ein Handelsabkommen. Hier kam die Frage, was ist mit CETA? CETA ist genau das gleiche wie TTIP mit den USA, ist CETA das Abkommen mit Kanada. Auch bei diesem Abkommen ist der Investorenschutz drin. Wir haben von der Piratenpartei ein geheimes Verhandlungsdokument, einen Teil des Vertragstextes von CETA ins Internet gestellt und in dem Inhaltsverzeichnis dieses Leaks steht drin, da sind 70 Seiten allein für das Thema Investorenschutz vorgesehen. Das heißt, wir wissen jetzt schon, auch mit CETA wird es diese Möglichkeit geben, dass Unternehmen gegen den Staat klagen können, wenn ihnen irgendein Gesetz nicht passt. Das kann nicht sein und deshalb werden die Piraten auch im Europaparlament gegen CETA stimmen. Die Piratenpartei will ein Europa ohne Grenzen. Das heißt, auch in der Wirtschaftspolitik müssen wir einen völlig neuen Weg einschlagen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass in Zukunft Handelsabkommen nicht mehr im Geheimen verhandelt werden. Dass von Anfang an die Bevölkerung und das Parlament an der Aushandlung beteiligt wird. Und es kann auch nicht mehr sein, dass die Wirtschaftspolitik immer nur zwischen den größten Wirtschaftsmächten der Welt verhandelt wird. Das heißt, wir brauchen kein Freihandelsabkommen zwischen USA und Europa. Wir brauchen eine weltweite, vernetzte Handelspolitik, die auch die Interessen von Entwicklungsländern mit einbezieht. Wir Piraten, wir stehen für ein Europa der Menschen statt ein Europa der Regierung. Wir müssen die Chance wahrnehmen, dass wir die europäische Demokratie ausbauen. Wir leben in einer globalisierten Welt, wir haben global agierende Unternehmen und wir dürfen uns die Chance nicht nehmen lassen, dass wir auch die Demokratie auf das nächste Level heben. Deshalb wollen wir die europäische Demokratie ausbauen, wir wollen dem Europäischen Parlament mehr Rechte geben und wir wollen auch den Menschen die Möglichkeit geben, selbst durch Unterschriftensammlungen europäische Gesetze auf den Weg bringen zu können. Das heißt natürlich auch, all den Parteien, die jetzt Angst vor anderen Kulturen schüren wollen, all den Parteien, die Angst vor Europa schüren wollen, denen erteilen wir Piraten eine klare Absage. Wir haben keine Angst vor Europa, wir haben Bock darauf, Europa mitzugestalten, wir wollen die Rechte der Menschen ausbauen und die europäische Demokratie auf den nächsten Level heben. Dafür stehen wir Piraten bei der Europawahl am 25. Mai. Ich rufe euch alle auf, geht zur Wahl, sorgt dafür, dass die Wahlbeteiligung steigt, dass das einzig demokratisch direkt legitimierte Gremium auf europäischer Ebene gestärkt wird und dass das Europaparlament die Menschenrechte in der EU verteidigen kann. Geht auf die Straßen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Julia. Ja, das war Julia Reda, die Spitzenkandidatin der Piratenpartei für die Europawahl am 25. Mai. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich.